Fisch morgen, einfach filieren den. Und ich möchte einfach mal den filieren und das Beste davon rausziehen. Also man isst ja gerne den ganzen Fisch mit gegrillt und dies und das. Aber schön Fisch filiert, ohne Gräten und einfach nur das Fleisch mit schöner Beilage. Karamelle Adin. Eine schöne Soße. Das Beste der Spinat, der da wächst. Ihr habt da Spinat? Das ist singalesischer Spinat, schmeckt ein bisschen anders. Schön. Der braucht eigentlich so einen riesen Kletterband, glaube ich. Kennt ihr das, wenn ihr vom Spinat so quietschige Zähne bekommt? Ja. Ist das normal? Ja. Echt? Deswegen hat meine Mutter die hinterm Haus gepflanzt, die keine salzige Luft abbekommen. Vom Meer, ja. Zu dieser Jahreszeit kommt vom Meer ganz viel Dunst. Der ist sehr viel mit Salz vermischt und macht eigentlich hier alles kaputt. Mhm. Das ist jetzt hier alles wunderbar, weil das in der Saison ist. Aber das muss man auch genauso schützen davor, so wie die Pflanzen auch. Ja. Aber die Pflanzen, die wir jetzt alles eingepflanzt haben, sind alle resistent gegen diese salzige Luft. Alle wollte Chili, Ingwer, Zero. Mäuchle ich mich schon drauf. So, guck mal. So machen wir Läuterzucker. Also so habe ich das gelernt. Ah, ja. Ist das das? Ja, eine Tasse Wasser. Gleiche Menge Zucker. Ich habe noch nie so einen Sirup selber gemacht, hatte ich nicht. Eine gesunde Sache. Ich habe mit 14 angefangen und habe 20 Eimer Kartoffeln geschnitten. Dann habe ich Schlosskartoffeln geschnitten. So schneiden. Man durfte nicht unterwegs halten. Also das sind ein Schnitt noch. Wichtig wie eine Banane. Und jede Kartoffel muss so aussehen. Den Fisch haben wir vorhin gekauft. Dann machen wir ein Stepperfilet der Haut gebraten mit Stampfkartoffeln mit dieser wunderschönen Frucht. Ja, was ist das? Das ist vom Bananenbaum die Blüte. Das sind die Bananen eigentlich. Nein. Echt? Ja. Also einen normalen Kartoffelstampf mit denen dazugefügt und daraus einen Stampf zu machen. Frische Spinat dazu und eine leichte Limettensauce. Ganz einfach. Ohne viel Gewürze. Kleines Pfeffer und fertig. Ja, das Gericht nehmen wir dann. Schön, dass wir da sind. Schön, dass wir da sind. Gibt es die auch in Deutschland? In Asia-Shops gibt es die. Also ich mache gerne alles mit Zwiebeln anbraten, anschwitzen, Feuer, weil die macht einfach die Basis für alle Zutaten. Wir gehen jetzt Rottis holen. Und dann Rottis dann. Frische Rottis! Ich hab das noch hier. Erst schmeckst du den Zucker und dann kommt der Chili und der Ingwer. Super lecker. Mhm. Hast du jetzt schon die Wette reingemacht? Nee, noch nicht. Die Pfanne haben wir heute gekauft. Streetfood-Pfanne. 1, 2, 3, in zwei größten. Ich finde das eigentlich super, so eine Pfanne. Wir haben nur noch nicht den richtigen Herd dazu, weil du brauchst so einen richtigen Wok-Gaskocher. Aber den haben wir bald. Und ja, für die Scampi all'olio ist das eigentlich optimal, die Pfanne. Wunderbar zu schwenken, gibt richtig gut Hitze ab. So, die habe ich gesäubert. Und jetzt lasse ich sie schön abtropfen und schmeiße das gleich ins heiße Öl. Siehst du, die ist schon richtig heiß, die Pfanne. Die ist schon oberheiß. Aber das ist auch gar nicht mal so schlecht. Weil ich muss sie auf einmal ausbrennen, weil die ist ganz neu. Thank you.
wenn du sie so genau, schüttelst, ja. Dann ist es wie eine Rassel. Ja, genau, genau. Sie sind getrocknet, aber werden nochmal frittiert. Habe ich auch tatsächlich noch nie gemacht, so ein Fischfilet. Ja. Ich mag auch einfach so gern kochen. Kochen ist so schön. Also das ist mit der viel Liebe zu tun. Ja, und ja. Kreativität. Ja. So, den haben wir vorhin auf dem Markt gekauft. Red Snapper, Red Snapper, Red Snapper. Mr. Red, oh, das ist ein schöner Fisch. Schöne Farbe, Frau. Ne? Mhm. Ja, leider gehört das zu unserer Nahrung. Ein wunderschöner Fisch, den hätte ich auch gerne im Aquarium. Ich würde mal entschuldigen, jemand hat meinen Wettstein entführt. Das ist nicht so schön, weil die müssen auch mal richtig durchgeschärft werden. Das darf man gar nicht filmen mit so einem Messer hier. Der ist so scharf, da kann man mit nackten Arsch nach Köln rein. die Oma-Rückenknochen, die sind sehr giftig. Ne? Ist auch richtig fest, ne? Ja, festes Fleisch, dicke Haut und so eine Lederschicht. Ja. Die muss ich erstmal durchkriegen. Ja. Wiederum ist meistens, wie bei meisten Tieren, die eine harte Schale haben, einen ganz weichen Fleisch. Nie die Zeit gehabt mit Wochenende mit. Nee, weil du halt komplett gegen den Strom arbeitest. Total so, gegen den Strom. Und das 35 Jahre lang ganz andere Zeitabläufe. Ja. Du arbeitest immer nachts, immer abends, immer Wochenende. Du kannst nie was planen. Ich bin immer der Letzte, der auf eine Party gekommen ist. Immer. Weil ich immer gearbeitet habe. Nach Hause duschen, das. Und Hunde sind in der Küche verboten. Hunde sind in der Küche, aber heute machen wir eine Ausnahme. Was schneidest du da? Julienne. 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 Das ist für alles eine Bezeichnung beim Kochen. Drumherum so leichte Tropfen. Das wäre schön, dass so ein Fladenbrot oder sowas in die Richtung, dass man ein knuspriges Brot wäre. Das ist sehr lecker. Mein Papa ist der Meisterkoch. Kumba ist super lecker, aber auch sehr nervig, immer die zu schälen. Wie Popeye. Und auch hier. Sieht richtig gut aus. Das sieht die erste Sahne aus. Der Fisch hat den Respekt verdient, dass man ihn so isst. Ja. Anoda Püree mit Vanillereis. Oh ja. Das oh mein Gott, das hört sich richtig gut an. Oder Anoda Eis. Anoda Sorbet. Oh, das ist der Wahnsinn. Nee, wir haben ja keine Eismaschine. Wir machen Anoda. Ja, das ist doch geil, das kann man doch so machen. Vanille, Eis und gesalzene Kaschiff getrunken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kaschiff. Alle ist der Spüler. Teller wird ja zum Millionär.